Luban mit Pavlov, herzlich willkommen. Wir sind hier in Gelsenkirchen auf dem COS Cup und neben mir sitzt Mika Möller. Und Mika, erstens, wie kommst du drauf, mit deinen 11 Jahren von Osterbrück bis nach Gelsenkirchen zu fahren, um an deutschen Meisterschaften teilzunehmen? Aus Spaß halt, mal neue Tricks zu lernen mit den Größeren und halt einfach Spaß zu haben. So sieht das aus. Mika, ich habe was gesehen, was mich sehr, sehr überrascht hat, und zwar Spiegel. Was war der Spiegel? Und erstens, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Also kurz zur Erklärung, es gab also den letzten Spiegel und es war dann schon drin, Skateboarding ist die beste Sportart und das Interview war mit dir. Meine erste Frage ist, wie kam Spiegel auf dich? Also was gab es da für eine Connection? Wer hat das klar gemacht? Ist Spiegel auf dich zugekommen, weil die dich mal gesehen haben, oder wie ist das zustande gekommen? Also Daniel als Zieht aus Osnabrück, der hat mich halt, das ist aber auch schon ein bisschen länger her, gefragt halt, ob ich für die fahren will. Und dann habe ich halt ja gesagt. Und Spiegel wollte halt eine Skateboard-Sportart haben, also eine Sportart halt. Und dann hat halt Daniel mich gefragt, ob ich denn das machen will, und natürlich ja. Was haben die so für Fragen gestellt? Also hast du da schon gemerkt, dass die richtig Bock hatten drauf, zu wissen, warum Skateboarding die beste Sportart ist? Oder hatten die einfach nur irgendwie Bock auf irgendeinen Artikel? Was hast du so gefühlt? Also die Leute waren chillig und krass drauf halt, also so, als wenn die selber skaten würden, und haben auch immer Witze wieder gemacht halt, ja, und zwar einfach nett zu mir und so. Haben die das dann auch wirklich angesehen, dass sie auch gesagt haben, so ja, Skateboarding ist auf jeden Fall, mit, also der Abschluss von dem Ding war wirklich, Skateboarding ist der beste Sportart, war das wirklich das Statement dann am Ende? Also ich glaube auch für mich selber ist Skateboarding die beste Sportart, aber die sind halt, wollten mal was Neues haben, weil ich glaube davor die Zeitschrift war irgendwie Fußball oder Hockey, aber weiß ich jetzt auch nicht gerade genau, aber die wollten halt was Neues haben. Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Sponsoren? Was gibt's jetzt, weil du bist jetzt so ein Newcomer, der wirklich von heute auf morgen kommt, du fährst sehr, sehr krass, hast schon ein paar Banger rausgehauen. Hast du so ein paar Pläne schon oder hast du ein paar Sponsorenverträge von Leuten anbekommen, weil du bist sehr jung und deswegen wollen wahrscheinlich viele dich abgreifen. Wie sieht es aus sponsorentechnisch? Was wärst du schon oder welche Sponsoren wahrscheinlich willst du dir doch ergattern? Ja, also es wäre natürlich immer nett, wenn man halt auf dem Contest ist und Leute heben einen dann halt ab. Aber im Moment ist mein einziger Sponsor Titus Osnabrück. Aber du hast keine Sponsoren? Doch, Titus Osnabrück. Also Titus Osnabrück. Sonst nichts? Nein. Leute, this man is fucking insane. Also checkt bitte das ab. Es gibt ein paar Sachen von dem unter in der Beschreibung. Vielen Dank für das Interview und viel Spaß beim Skaten. Deine letzten Worte gehören dir. Danke. Haut rein. Haut rein.